Und damit wieder hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Chris, das ist Chris Play und wir kommen zu einer neuen Folge Ark Trade Wars. Mit dabei heute der Gabax, der Uwe Hi. Und der Dennis. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Alter, steht auf einmal jemand hinter mir. Du Ninja. Ich mache Gymnastik hier. Ja. Also, ich glaube, ich mache erstmal kurz einen Rundgang, weil ja. Der Uwe und der Dennis, die haben zurzeit so viel Langeweile, dass man hier gar nicht mehr daherkommt, wenn man mal offline war und wieder online kommt. Ja, ist plötzlich alles neu. Und zwar, hier hatten wir immer unsere Dinos. Die sind jetzt nicht mehr hier. Das Ganze ist jetzt auch kein Gehege mehr. Falls die anderen Tribes das sehen, das hier ist kein Gehege mehr. Das ist jetzt unsere Zähmstation, unsere übergroße. Genau, so viel dazu. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo die Dinos hin sind. Man kann es aber trotzdem als zweites Gehege nutzen, ne? Naja, eigentlich haben wir aber gesagt, nicht mehr, oder? Nein, klar, nein. Wir haben da jetzt auch nur unsere Flugsaurier stehen, damit es halt schneller vom Transport her ist. Genau. Wir machen mal hier wieder zu. Genau, wir haben hier mal den Refillizer ausprobiert. was ich dazu anmerken muss, ich finde es schade, dass keine Bäume spawnen, sondern jedes Mal nur diese blöden Büsche. Spawnen Bäume, aber nur kleine. Ja, genau. War hier nicht noch irgendwo? Da ist zum Beispiel noch so eine kleine eine Dattelpalme. Ja, aber die wächst halt irgendwie nicht, ne? Na, die wachsen halt nicht. Finde ich ein bisschen blöd. Ich dachte, wir kriegen hier wieder ein paar Bäume hin. Aber nun ja. Gut, genug gequatscht. Der Gabax hat in der Zeit, ich glaube, auf deinem Kanal ist es auch schon online, wa? Mit der Waffenkammer. Ja. Genau, der Gabax. Wie gesagt, ich bin ja auch ein bisschen hinterher. Ich muss mich entschuldigen. Ich bin gerade etwas im Umzugsstress, deswegen, ja, nicht so up to date. Hier ist eine Waffenkammer jetzt entstanden. Genau. Hier haben wir, sag mal, hier genau Kisten mit den ganzen Waffen und Rüstung und so ein Quark. Ja, Munition und Rüstung, alles aufgeteilt. Fernkampf, Nahkampf. Genau. Hier haben wir unseren Tresor. Ich finde das, ich feiere das. Ich zeig dir mal ganz kurz nochmal von außen. Der muss natürlich noch eingebaut werden, aber so eine Metallwand kostet, Alter, das Licht. Metallwand kostet halt leider auch. Genau. Nehmen wir aber noch auf jeden Fall einen Angriff, was ich halt lustig finde, um davon in den Rand zu kommen. Ich weiß nicht, wer von euch hatte die Idee, Uwe? Jo. sage nicht, Metallwand kostet zu viel. Wenn du gleich im Gehege bist, wirst du sehen, so viel ist es auch. Ja, ihr macht ja lieber andere Sachen, genau. Und zwar hat der Uwe sich überlegt, um auch von innen ranzukommen, ich feiere das, einfach hier eine Rampe hinmachen. Und dann haben wir hier einfach ein Fenster und können dann aus einem bestimmten Winkel genau darauf zugreifen. Feiere ich irgendwie. Weil, ja, da muss man nicht immer rauslaufen. Natürlich nur die wichtigsten Sachen da drin. Aber da kommt auf jeden Fall einiges dazu. Der Blackett, der macht hier irgendwie, keine Ahnung, sportliche Übungen irgendwie. Natürlich, der ist ein Vampir geworden. Den kannst du jetzt von oben die Schuhe besohlen. Genau, und jetzt, wenn ihr euch wundert, wo die... Fledermaus. Ja, genau. Er hat sich zu viel in der Höhle aufgehalten. Er denkt jetzt, er wäre eine Fledermaus. Ist das nicht hier bei Ice Age? Die denken doch auch, die wären irgend so ein Vieh. Ein Opossum oder so, genau. Genau, wenn ihr euch denkt, wo die sind, die Dinos sind. Hier oben ist so ein tolles Gate. Bam, 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 bam. Einfach mal eine riesen... Alter, wie er da runterjumpt, Alter. Eine riesen Brücke bis rüber. Kann man ja mal machen. Wie gesagt, aber die haben auch beide zu viel Langeweile. Der Dennis, der hat eine OP am Knöchel, hast du gesagt, wa? Genau. Der hat sowieso Zeit. Und Uwe, ja, sobald er von Schicht kommt, glaube ich, geht der gleich online. Urlaub, ja, okay. Ja, was sonst? Genau, hier haben wir... Hier haben wir so eine schöne Brücke auf jeden Fall. Übelste Brücke, nenne ich es mal. The Golden Ark Bridge. Und dann... Von unten sieht sie nicht mehr so schön aus, finde ich. Deswegen zeige ich sie auch nicht von unten. Hier haben wir so ein paar Säbelzahntiger und Raptoren-Parkplätze. Oder auch Kanu. Okay, echt, passen die da auch rein, ja? Ja, Kanus passen auch. Genau, ansonsten haben wir hier ein paar Dinos auf Wanderschaft. Haben wir noch ein paar auf Wanderschaft? Aktuell 2 Stück. Aber wenn sie nicht schon wieder vor der Tür sind. Genau, wir haben ein Riesengehege hier einfach. Es ist so abnormal. Der Wechsel läuft. Wir haben auf jeden Fall Platz. Bronti mal Auslauf. Mein Bronti hat Auslauf. Ja, Bronti. Mein Bronti hat Auslauf, ja. Hol den Stock. Genau, hier haben wir hier unsere FSK 18 Abteilung. Jetzt haben wir auch noch 2. Okay, hier Rex ist meiner, genau.
Den müsst ihr ja auch mal wieder aufleveln. Was gebe ich dem denn? Alter, was ist denn hier los? Ist das ein Fehler im Spiel, wenn der zu viel Leben hat, dass man hinten die Zahlen nicht mehr sieht? Eieiei, böser Bug. Was gebe ich dem denn mal? Damage, würde ich sagen. Ja, Damage ich gebe ihm lieber Hitpoints. Ach. 1k Melee Damage und dann Hitpoints. Ja, genau. Bei fast 1,2. So viel zu den ganzen neuen Sachen. Ein Projekt hat der Dennis und haben der Dennis und der Uwe noch in Angriff genommen. Das zeige ich euch aber erst später, wenn man ein bisschen mehr davon sieht. Ich sag mal so viel. Ja, morgen wahrscheinlich. Ich sag mal so viel, es handelt sich um den Berg da hinten. Es wird ein richtig, richtig mieser Außenposten. Ich höre jetzt schon die anderen Tribes fluchen, aber Außenposten sind erlaubt, von daher. Ach hier, Bronti, ach ne, Gabax reitet Bronti. Ah, hier der Raptor ist zum Beispiel auf Wandern. Das ist eigentlich Gabax ganz cool. Reitet Bronti, das klingt verkehrt. Das ist eigentlich ganz cool, wenn die Dinos dann hier auch ein bisschen auf Wandern sind und hier auf dem großen Gehege rumlaufen. Das wirkt. Schlimme ist, die backen sich halt immer noch raus, obwohl die Wände zu sind. Echt? Ja. Sehr scheiße. Bei Raptoren geht das noch? Kannst du halt wieder eintragen, aber wenn du ein Kanu vor der Tür hast, nervig. Okay. Na gut, haben wir genug gezeigt. Wir haben uns heute nämlich was vorgenommen. Genau, es gab ein paar Kommentare und die haben auch das wieder gespiegelt, was ich auch gedacht habe, empfunden habe und die anderen natürlich auch. Tribe Wars muss ein bisschen Action her, deswegen haben wir uns auch vorgenommen, wir hatten es auch schon länger geplant, aber eure Kommentare haben jetzt sozusagen nochmal uns den Tropfen zum Fass überlaufen und so, ja, Deutsch gut. genau, wir haben uns jetzt endlich mal vorgenommen, wir werden heute einen anderen Tribe angreifen, endlich mal. Ihr werdet natürlich nichts verpassen, der Gabax nimmt, glaube ich, Gabax nimmst du auf, ja? Ja, natürlich. Genau, und so viel, sonst ist da gleich keiner mehr online. Und ich werde natürlich auch aufnehmen, ihr werdet nichts verpassen. Ihr seht schon, ich habe unten einen Fallschirm und Stimulant, falls ich betäubt werde. Und vielleicht springe ich über die Basis ab, mal gucken. Ihr habt die ja schon ausgekundschaftet gerade. Ich habe noch nichts gesehen davon, ich lasse mich überraschen. Wollen wir denn los, oder wie, oder was, oder wo? Also ich warte schon auf euch. Ich spiele den Unwissenden am Strand und esse Fische. Genau, der Dennis, der hat schon sein Spino, wie heißt er? Spino 2.0. Ja. Hat er schon unwesentlich nah an der wie nennt man das? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall nah an der Basis unseres Opfers geparkt und tut so, als würde er da Fische. Ich habe schon mal ein bisschen sabotiert, damit es ein bisschen austrocknen. Genau, Gabax hat schon mal die Wasserleitung gekappt. Guck mal, wie schön er da drinnen rumrennt. Haben denn noch alle genug Wasser und Essen dabei? Ich schwimme gerade. Ich ja. Also ich müsste noch einmal was trinken und dann... Ich hole eh jetzt meinen Flugsaurier. Ich fliege mit dem Saurier vor. Na, ich habe eine halbe Wasserflasche und ein Dreiviertel Tropfen. Na gut, ich gehe nach. Ich weiß nicht, Chris, willst du auch fliegen oder womit willst du? Kannst du mich mitnehmen? Ja, kann ich. Na gut, dann lass mal hier hoch. Ich trinke dann schnell was und dann... Und was ist mit dir, Uwe? Wie willst du dahin? Wird dann wohl auch... Genau, man muss dazu sagen, die Basis ist noch nicht so gut krass geschützt. Deswegen, aber es ist gerade zu dem Zeitpunkt leider laut Regel der einzige Tribe, den wir da angreifen können. Von daher. Und wir greifen deswegen ja auch ohne Sprengstoff an. Genau, wir gehen da auch ziemlich fair vor. Uwe, du fliegst mit deinem Pteranodon? Ja. Pteranodon, meine ich. Pteranodon. Ein Arschloch trinken, Fixer, Tourette. Ja, ey, ehrlich, warum heißen die so? Nehmt euch da kein Beispiel dran. Liebe Kinder, wir sind geübte Stuntmen, wir dürfen das. Ja. Genau. Na komm, Attacke, Schweinebacke. Ich dich mal auf. Bist du? Da hast du alles? Jo. Denke ich doch. Sag mal, ich guck mal ins Inventory. Hier, das Gammelfleisch. Von da aus schießen, ne? Genau, ich könnte jetzt von hier aus schießen. Zack. Mit Narkotikfallen in den Flugvogel. Warte mal, ich muss mal kurz Steven offline schalten. Hier schreiben mich irgendwelche Leute an. Ja, wir haben es ja an Ausdauer, also. So. Genau, wir gucken mal, wo es hingeht. Die Speedy ist heute leider nicht dabei und der Blackhead auch nicht und der Jack ist sowieso im Urlaub. Ja, Sommerloch, wie gesagt, alle sind im Urlaub.
Ist schon ganz heftig, eigentlich. So von den über 90 Leuten, die hier mitspielen, sind am Tag vielleicht 30 bis 40. 10. Ja, komm. 10 momentan, wenn es hochkommt. 10, 10 bis 30. Ja, momentan, ja. Aber ich meine, so über den Tag verteilt so. Ja, über den Tag verteilt. Es sind meistens halt die gleichen On, aber wenn du Glück hast, sind mal 30 Leute da, ja. Genau, man merkt also, halt einfach. Wenn ich mal so gucke, abends sind es immer so 19, 20. Ja, man merkt halt einfach auch, zum Beispiel Team, Tribe, welcher war es? Organisation 13 ist einfach mal der komplette Tribe im Urlaub. Die haben sich erstmal komplett abgemeldet für die nächsten. Ja, okay, die müssten jetzt demnächst eigentlich wiederkommen. Genau, YouTube Germany ist ja sowieso immer nur 2-3 Mal die Woche online. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass noch Sommerferien sind. Bin gespannt, wie es danach ist. Es wird besser. Es wird besser. Tendenz steigen. So, wir sind gleich da. Oh, wir sind gleich da. Wie wollen wir das jetzt machen? Okay, kannst. Die Frage ist, wo ist der Spino? Wir sollten, ja, wo ist der Spino? Wir sollten ja schon zusammen angreifen. Okay, es baut sich langsam auf. Es hakt ein bisschen. Da ist ihre Basis. Ja, okay, so viele Strukturen. Wir müssen von der Nordseite angreifen. Ich sehe da auch jemanden, dass da einer mit dem. Hast du mich jetzt fallen lassen? Oh, fuck. Du bist ein Typ! Hast du nicht was vom Fallschirm gesagt? Ja, so schnell konnte ich natürlich nicht meinen Fallschirm ziehen. Scheiße, sorry. Das war wieder so. Nummer 1. Das war wieder so typisch Gawax. Aber das hebt mal am besten die Ausrüstung auf. Ja, das hast du da mit Absicht gemacht? Nein, das habe ich nicht mit Absicht gemacht. Oh, jetzt hakt's kurz. So, ich nehme mal deine Sachen mit. Take all. So, weiter geht's. Jetzt bin ich natürlich nackig. Ich fliege schnell nochmal zurück. Gar kein Problem. Willkommen bei Pleiten, Pech und Pannen. Ja, verstehen Sie Spaß. Nee, ich habe nämlich gerade durch das Fernglas geguckt und habe es nicht mehr weggekriegt. Da versichtlich ich dann rechte Maustaste gedrückt. Ja, das habe ich auch immer. Wir treffen uns auf dem Berg, ich laufe Richtung Berg, obwohl wenn da jetzt Viecher sind, dann holen einfach aus der Base ab. Ja, ich muss vorne mal. Wo bist du jetzt gerade? Ich bin auf der Nordseite am Fluss. Ach, ich glaube, ich sehe dich gerade. Ich bin rechts von dir. Oder ist das Gabax, der wegfliegt? Ich bin weg. Nee, hä? Okay, ist nur, nee, du siehst nicht. Okay, sind nur Skorpione gerade. Wir treffen uns oben auf dem Berg. Also von hier aus muss ich rein, oder was? Genau, wir gehen von hier aus rein. Aber also wartet auf mich. Ja, ich. Wir treffen uns oben auf dem Berg, ja. Auf dem Berg, ja. Kannst du? Nee, da so, wo wir die Aufnahme gemacht haben mit den Säbelzahntigern. Wo unsere Eisenfarm ist. Ich geh noch ein bisschen schwimmen. Das war das Rote hier. Ja, oh, hat irgendwo ein Ei. Ei, was sehe ich da? Könnte ein Skorpion-Ei sein. Wir sind noch lauter, aber das ist jetzt wieder weg. Bergklettern hier, zack. Keine Haie unter Wasser, Mobbing. Bergsteiger. Ich bin halt Hunger. Bergsteiger Chris. Ey, das ist ein Feuer, ich hab ein Feuer gefunden auf dem Berg. Ja, das ist von, YouTube Germany, was verschleppt die denn hier? Ey, ich seh dich. Rechts, nee, links von dir. Links. Ja, die fahren da wahrscheinlich auch Metall, ne? Ja. Und da ist ein Säbelzahntiger. Ja, dann hol mich. Da hat er mich. Meine Ausrüstung im Vogel drin, oder? Nein, warte, aber ich kann sie dir reinpacken. Irgendwie ist im Vogel gar nichts. Ja, warte, siehst du meine Flosse? Pack's dir rein. Also, falls wer Fleisch für seinen Vogel braucht, ich hab noch ein bisschen was im Spino. Also, ich sehe dich gerade nicht. Warum hast du eine Hatchet mit? Ich hab alles mit. Das Überlebenskit. Vielleicht will er sich ja durch die Wand hacken. Jetzt kannst links du von dir anziehen, bin ich. Während des Fluges. Ist doch stylisch, oder? Wenn man sieht, wie du dich anziehst während des Fluges. Hallo, der Mann von heute, der kann das. Ja. Oh, weißt du nicht, warum Chris das kann, aber der Mann von heute kann es. Ja. Ey, du hast mir meinen Stimulant nicht gegeben. Oh, sorry, das ist bei mir gestackt. Moment. Das hast du mit Absicht gemacht. Nein. Mobbing, nein. Mobbing. Ja, okay. Mobbing-Lampe. Mopfing. Bist du ein Mopfer oder was? Mopfer. Nee, der war jetzt zu krass, also. Den finde ich jetzt nicht cool.
Komm, ich will Attacke hier. Ich hoffe, meine Ausdauer reicht jetzt noch. Ansonsten. Ey, wenn du ihn jetzt nochmal fallen lässt, ne? Wein ich. Das ist live in der Aufnahme. Ja, was denn jetzt? Du brauchst Ausdauer, oder was? Ja, Ausdauer, ja. Ansonsten werde ich halt ihn voll abschmeißen. Ja. Na, jetzt hast du mir meinen Fallschirm auch wieder gegeben? Ja. Ja. Okay, jetzt weiß ich, dass ich auf der 9 den Fallschirm habe, von daher. Hilft doch beim nächsten Mal auch nichts. Gabax, hast du einen getrunken oder was? Alter! Ja, du sollst mal stehen bleiben. Ich stehe die ganze Zeit. Das hatte ich richtig irgendwie nicht. Jetzt bist du bewusst, wenn du da mit dem Fallschirm reingehst, bist du da drin erstmal auf dich alleine gestellt, bis der Spino durch die Mauer bricht. Deswegen müssen wir das genau abpassen. Alle Leute. Ja, ich mach schon mal Randale. Okay. Wir hätten schon mal einen Schlafsack da noch irgendwo hinlegen sollen. Ja, so. Ja, gute Idee eigentlich. Gut, ohne Ausrüstung ist das ein bisschen doof, ne? Eben, bist eben eh ohne Ausrüstung. Dann vergessen. So, ich schmeiß dich einfach mal vorne ab, vorher. Also wir sind jetzt gerade links von der Base, wenn ihr von unserer Base kommt. Also nördlich. Ich sehe nichts. Über den kleinen Fluss drüber. Warte, wo seid ihr? Nach Norden über den kleinen Fluss. Ich sehe gerade nur die scheiß Kralle von dem Dino, Alter. Ich seh dich. Ach, da. Ja, da. Ich schmeiß ihn mal vorab und ich gucke nochmal vor mit dem... Zack, tot. Ich gucke vor nochmal, nach. See you, Spino! So. Die Spinos sind niedrig vom Level. Habe ich vorher nachgeschaut. Okay. Ja. Okay, wo war jetzt die Basis? Hier über dem Fluss, oder was? Rüber. Mal schnell trinken hier noch. So, mal mit dem Krankenhaus gucken. Da irgendwas erspähen kann. Ah, von Petera dann. Nodon ist natürlich schön. Der wir sind da jetzt online? 5, wa? Naja. 1, 2, 3, 4, 5, ja. 4 gegen 5. Also 3 sind gerade im Lager, habe ich gerade erspähen können. Hier ist ein Dilo. Alter, ja das gut. Das Tor ist sogar offen von dem Lager, das ist gut. Okay, wo war das Gehege? Nicht, dass wir jetzt was Falsches angreifen. Das links daneben. Das Gehege ist dahinter. Riesengroße. Also, du musst dir so vorstellen, du gehst einfach hier durch die hohe Mauer durch und da steht ein Gebäude. Hier vorne durch die Mauer einfach durch? Da müssen wir durch. Die haben Spikes, die hätten wir zum Beispiel mit einer Granate weghauen können, aber wir sind ja fair. Ich habe eine Granate. Macht das aber, Spino schon. Gut, nee. Ja, die ganzen Spinos, die ganzen Trikes und so, die sind richtig niedrig. Oh, bei mir hakt's da ein bisschen, weil die Strukturen erstmal laden muss. Na ja, dann lass er erstmal laden. Und darf ich jetzt anfangen? Weiß nicht, wie sieht's bei euch aus? Wo ist jetzt. Wo ist jetzt, Gabax? Ich bin noch oben und bist in der Luft, du bist ja da in der Luft, okay. Wo ist. Mit einem Spino sind sie gerade scheinbar unterwegs, kann das sein? Muss man aufpassen, dass der nicht von hinten kommt. Steht nur noch einer, nicht mehr zwei. Ja, dann sind sie gerade unterwegs. Oh, das Dino-Tor ist offen, ne? Oh. Ach, nee, dann lauf ich ja trotzdem nicht durch, ne? Das Gehege. Naja, ja, aber die werden da rausrennen. Oh, da schreibt wer was. Kann ich jetzt oder kann ich nicht? So, ich würde sagen. Unsere Base. Ja, komm mal, Attacke. Ja, mach einfach. Wir müssen halt bloß aufpassen, die haben ihr Gehege ja off. Also off. Offen. Ja, wenn das offen ist und so. Die mich angreifen. Mein Flugsaurier hier schön weit abstellen, damit sie das. Bam, wir sind durch! So, und jetzt schnell. Okay, wo ist ihr Lager? Wo lohnt sich's zu plündern? Hier vorne rechts gleich. Rechts, genau. Oh, mit den Dinger musst du auch erstmal treffen. Oh, der will einen Dino holen. Das Lager ist offen. Der will einen Dino holen. Scheiße, ich habe keine Narkotikfalle ausgewählt. Weil ich ja macht das Gate schon mal zu. Da rennt einer rein. Ja. Oh, es hackt. Egal. Ja. Ah, jetzt haben sie es zugemacht. Ja, ist zu. Machst du jetzt das Gate oder eine Mauer? Oben auf dem Dach ist noch einer. Ist da offen rechts? Wenn ich mit dem Spino mache ich viel zu viel kaputt. Schnapp ihn ab. Wo ist einer? Oben auf dem Dach. Ich sehe keinen. Den normalen Pfeil, also die Narkotikpfeile sehen in der Armbrust genauso aus, oder? Ja, ja. Pass, Dennis, am besten du guckst mal, wenn der mit dem Dino durch irgendein Gate kommt. Da oben. Ich guck gerade durch die Fenster rein. Bam, ich hab mir erwischt. Ah, hat nicht getroffen. Oh, die kommen. Oder? Ne, die sind oben auf dem Dach und schießen runter. Pass auf, die greifen den Spino an. Ich guck, dass ich mich hier ins Gebäude reinarbeite. Ja, und ich kann nur halt das komplette Gebäude angreifen. Ja, mach. Ja, ja. Das darfst du? Naja, weiß nicht. Greif dir das Haupttor an oder so. Die kommen runter. Wo? Okay, schön draufhalten gleich.
Ja, das ist ja wie so ein Skispiel, auf welchem Fenster gucken die? Los, greif weiter das Tor an. Ich hab das Tor noch nicht einmal angegriffen. Ja, mach einfach. Rabax, du kommst, ja? Stimmt, das Tor. Kaputt, ne? Das ist euch klar. Bitte was? Na warte mal, wie sieht's bei dir aus? Wir wollen ja nicht hier ja, zu viel kaputt machen. Ich kann's ja nicht verhindern. Uwe, wie sieht's bei dir aus? Bei mir ist frei, aber Na, kommst du rein? Greif das Ding mal an. Ich guck mal, ob ich durchkomme. Aber da brauchst du ganz schön lange, Alter. Vorsicht, da sind noch zwei im Haus. Ja, ja. Brauchen wir echt überlange. Ich gucke schon extra in die Fenster über. Richtig lange. Hey, sagt voll, hey. Ja, das ist gut, Leute. Wo seid ihr eigentlich gerade? Chris und. In der Ecke, wir machen die. Wie lange diese scheiß Mauer braucht, Alter. Ja. Also, wenn. Dead Monkeys, wenn ihr das seht, wir hätten deutlich mehr kaputt machen können, wir sind aber fair. Ich guck mal durch ein Fenster, ob ich da reinschießen kann. Ja, schaut mal, wo die sind. Nicht, dass die von uns. Ah, nee, hier sind ja Wände. Im unteren Bereich ist niemand. Im unteren Bereich ist keiner. Das. Oh, die sind hier links. Nice. Hab einen. Oh, die sind vom Dino-Gehege hier. Links daneben. Die wollten abhauen. Warte. Einen habe ich gerade erschossen. Aber der ist Level 12 gewesen, nicht dass er sich beschweren. Ja, keine Ahnung, ich habe nur einen nackigen rumlaufen sehen. Das war ja eh. Ja, stimmt, beim Tribe-Angriff. Ich weiß nicht, wie sich das da verhält. Ich glaube, das haben wir nicht geklärt. Mach erstmal schön die Mauer kaputt hier. Oben auf dem Dach ist noch einer. Echt? Warte. Aber unsere Dinos dürft ihr nicht. Den tun wir ja auch gar nicht. Also den auf dem Dach kann ich nicht erst sehen hier. Warte, nee, der ist auch, glaube ich, wieder runtergegangen. Der Vorteil ist, vom Eingang von denen kannst du gut oben rauf gucken. Hast du nicht das Wasser eigentlich kaputt gemacht? Hab ich, ja. Das läuft aber noch, also zumindest wieder, ja. Oder? Okay. Das lief die ganze Zeit, da war auch noch keiner dran, seitdem ich hier bin. Dann ist das. Aber vielleicht haben sie ja ein Lager, weißt du? Also so ein. Warte mal, die haben drei Kisten unter den Dings. Oder eine. Springt einer. Okay, eine davon ist leer. Ich bin unter ihren Häusern, die sind drei Kisten. Lohnt sich das, die kaputt zu machen? Boah! Wow. Der greift mich an, der greift mich an! Unten wieder an der Tür ist einer. Oh. Hier! Geh da nicht rein, da sind die Dinos. Jetzt mach doch das. So viel dazu, man darf sich eigentlich ja nicht in dem. Man darf man nicht verstecken, ja. Na, das macht er gerade. Wir dürfen das Dino-Gate jetzt, das Dino-Gehege jetzt angreifen, ne? Jetzt auch für euch als Info, Theoretisch, ja. Dead Monkeys. Ja, komm, lass es einfach. Wir dürften es angreifen, aber. Wir dürfen es jetzt, aber. Ja. Jetzt mach hier das. Ich die Tür hier mal kaputt machen, eigentlich, damit wir da durchkommen. Geh da extra schon nicht mit dem Spino hin. Sonst mache ich den die ganze Wasserleitung kaputt. Ich will so wenig kaputt machen, wie es geht. Komm, macht weiter mit dem Haus. Guck, dass du. Wir kommen da nicht vernünftig durch. Ja, wenn hier, da ist einer rausgelaufen. Ins Haus reingelaufen. Wie gesagt, wenn ich jetzt das Problem ist, eingreife, sind die Wände kaputt. Ja, das ist klar. Na gut, aber es war dann trotzdem minimaler Schaden eigentlich, oder? Ein möglichst kleines Loch machst hier direkt an der Ecke. Halt doch. Rechts an der Ecke. Da genau. Und halt ein bisschen Abstand, also. Der hat ja ein. Unterm Haus, ne? Ich glaube, du greifst aber gerade den Turm da an. Ich guck schon auf den Boden. Okay, man sieht es ja in unserem Video, dass wir echt versucht haben. Wir wollen halt nicht zu viel kaputt machen. Okay, Leute, können ein bisschen gucken. Oben kaputt. Mich hat's gedisconnected. Okay, du läufst aber bei mir noch nach hinten, rückwärts. Ja, das ist immer so. Also wie gesagt, ich greife bis komplett oben unter die Decke alles an. Ja gut, dann. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Okay, du bist jetzt ungefärbt, da attack ich. Also einer ist unterm Hausgebäude. Ich sehe Uwe aber auch gerade nicht mehr. Ich versuche ihn zu treffen. Gar nicht mehr. Ah doch, hier liegst du, doch, du liegst. Linkes Fenster vom Gate, erste Etage, war gerade einer. Ja, da läuft einer ohne Ausrüstung um. Das wird der 12er sein. Um den braucht ihr eigentlich nicht zu kümmern, der hat keine Waffe. Also einer liegt noch unter dem Gebäude. Warte, ich hab ne Idee. Der hat komplettes Equip an. Ich hab ne Idee, warte, du greifst ja die Wand an. Greif mal weiter an. Ja. Einmal noch. Guck da oben links. Die ist schon komplett schwarz, die bricht gleich komplett ein, das Fenster. Das ist ein bisschen kacke, aber. Kapitulieren, fragen sie. Nö. Oh, da schießt einer mit dem Fall. Ja, mein Spinner. Ich hab ihn getroffen, Einmal noch beißen bitte und den Rest machen wir dann einfach mit der. Ja. Den Rest machen wir. Okay, reicht.
Also, ein Fenster kaputt. Ja, komm, Fenster. Ja, das eine, das ist nicht so. Muss ich hier zur Seite gehen, damit jemand... Irgendwas greift mein Spino an. Ja, links im mittleren Fenster. Tabax, du guckst, oder was? Ja, ja. Einer ist greift hier noch jemand mit an, Dennis? Ach nee, Uwe. Ich hab ihn. Alter. Hab ihn weggesnipert. Korrekt. Kerl, der tut mir jetzt richtig leid gerade. Ja, und einer ist unterm Häuslein noch. Boah, ich schwör's euch, wenn die Microwavers uns in der Zeit jetzt plündern. Der ist rechts, ich ganz weit rechts. Rein. Kann mal hier jemand noch mitmachen? Ich bin ein bisschen beschädigt. Ganz weit helf rechts. Helf mal einer bitte bei Chris mit, ja. Ich habe auch keine Hatchet mit. Oh, was denn jetzt? Ich kann meine Maus nicht mehr. Ah, jetzt. Ich brauch keine Hatchet. Wo soll ich helfen? Na, hier die Wand mit. Die Wand mit kaputt machen. Dabei. Ich hab nur Waffen. Ihr seid so eine Helden, ey. Ich hab ne Granate, ich könnte hier aber auf die Tür den eine Granate schmeißen. Das ist ja erlaubt, eine Steinwand zu zerstören damit. Das Ding ist, wie kriegen wir jetzt die Kisten kaputt? Da brauchen wir doch auch ewig, oder? Und hier sind auch noch welche irgendwo. Hier bei der Tür war auch noch einer. Ja, okay, das ist wie gesagt Gehege. Ja, aber er versteckt sich da drin, das ist schon ein bisschen. Habt ihr gehört? Weil die brauchen wir auch dann ewig, weil die ganzen Kisten kaputt haben. Mhm. Und ihr habt nicht mal Werkzeug dabei. Was ist denn? Stimmt denn mit euch nicht? In meinem Spino sind Stone Pickaxes. Okay, warte, Stone Hatchet. Okay, dann an den Spino. Ja, warte. Aber zwei. Vollprofis, einfach nur Vollprofis. Einfach das Axt nehmen, so. Und noch zwei Picken. Reicht denn Stein für Holzdinger? Ja, locker. Sondern sind noch zwei Picken drin. Nee, war das nicht mit irgendwas? Konnte man. Ey, ihr kommt, weißt du, es ist schon kaputt. Heul rum. Ja. Ja, oben? Deswegen, wir müssen auf jeden Fall. Ah, unten gucken. Ist auch jemand. So, Chris ist jetzt drin. Uwe, geh mit rein. Ich deck von draußen. Der ist hier hinten drin in dem Raum. Ich hab ihn gesehen. Und Uwe, Dennis, bleibst du jetzt auf dem Spin, oder was? Ja. Hey, wo ist er hin? Der war in irgendeinem Raum, hier ja. Hier oben geht's rauf. So, jetzt nehme ich meine Narkotikpfeile. Mein Essen hast du mir auch genommen, Gabax, als ich gestorben bin. Echt? So, das ist sorry. Ich hab grad nämlich Hunger. Ja. Wir sind hier oben. Okay, ja. Alle? Ich weiß nicht, wie viele. Tot. Ich hab bisher nur einen gesehen. Juri ist tot. So, mal versuchen. Erst, ich gehe lieber mit Narkotikpfeilen vor, hier im Nahkampf. Ja. Die respawnen unten sind die Betten. Oben ist einer auf dem Dach. Aufpassen. Auf dem Dach? Ah, hier liegt einer. Leo. So ein bisschen Shooter-mäßig. Der hat eine weiße... Hey, wake up. Der hat den Speer. Die haben ja gefragt, ob sie kapitulieren dürfen. Hier liegen sie auch alle noch. Der hat hier eine Armbrust dabei, die nehme ich mal sicherheitshalber weg, damit er die nicht nutzen kann, wenn er jetzt aufsteht. Ah, die haben überall... Obwohl, nicht überall. Doch, die haben überall Pin-Codes. Ja. Das ist jetzt halt die... Hier haben sie keine in der Küche, oder was ist das hier? Die ist alle... leer. Licht, nur Storage Box. Oh, hier ist Farbe. Ne, brauchen wir nicht. Jetzt habe ich gerade eine Mail bekommen, ich guck mal kurz. So, ein Sparkpulver nehme ich ein bisschen mit. Das können wir gebrauchen. Was haben wir hier? Alles. Los. Gold Meat. Was braucht man? Kommt mal einer her, ihr wisst ja, ihr kennt euch ja aus hier. Kommt mal in die Küche von denen, oder zumindest ihr seht ihr, wo ich. Ich mach mal den Generator aus. Seht ihr, wo ich bin? Hier, Uwe? Hier nee, Piep gemacht, doch, ja. Uwe? So. Komm mal hier runter und guck mal bitte in den... Stego-Eggs, wenn da welche drin sind. Wo seid ihr denn gerade? Du kennst dich da besser aus. Okay. Was brauchen wir so für Blueprints? Was alles nur primitiv war. Meist ist ziemlich primitiv, ja. Aber vielleicht ist was dabei. Also draußen sehe ich jetzt auch gerade keinen. Also, nee, wie gesagt, ich bin hier draußen, ich guck schon rum. Einzige, wo ihr aufpassen müsst, ist vielleicht Oh, hier steht einer auf. Ja, hab ihm mal Narkotik ins Gesicht gedrückt. Dann hast du noch Narkotik so dabei? Nee. Zur Not zwei Narcoberries habe ich noch im Spiel. Ich hau jetzt ihn einfach tot und dann... Hey, wake up. Das ist aber auch fies. Die schreiben mir hier ja, gerade auch... Sonst könnte der jetzt von hinten ja, mir klar, auf den Kopf hauen. Das ist ja... Was will der denn? Ist er jetzt tot? Ist klar, oder? Ja, hier, das ist so ein Typ. So, go, go, Leute, das hätte ich mir nicht unter einem schnellen Bruch vorgestellt. So, hier ist alles leer. Oh, jetzt bin ich natürlich eingeschlafen. Gab es, ich brauche Essen. Wo bist du denn? Erster Stock oder was? Ja, da bei der Küche da. Guck du nach ihm. Ach da. Ich guck, was bei wir Uwe? Hier noch so brauchen können. Ich würde sagen, die Schränke macht man nicht auf. Bei Uwe oder wo? Ja, bei Uwe.
Links neben dem Haus hat sich gerade, glaube ich, einer ausgelockt, der liegt da. Ja, die haben mir gerade geschrieben. die haben gerade geschrieben, wir geben auf. Ja. Kann man hier irgendwo ran? Auf die laufen? Ja, aber da ist nirgendwo was drin, aber. Wir sollten. Ja, Küche ist auch nicht, ich hab da ein bisschen Sparkpulver, 20 Stück oder so. Komm, die haben doch hier immer Schilder drüber. Guck mal, Küche ist nicht so wichtig, aber Werkstatt finde ich. Werkstatt sollten wir schon mal ein, zwei Schränke. Werkstatt sollten wir ein, zwei Schränke mal aufmachen, denke ich. Finde ich. Ja, wie ist das denn? Kann ich dann jetzt mit rein? Haben die wirklich. Ach, hier unten steht sogar dran, hier. Also bei den ersten beiden ist diese. Keratin. Und dann. Hallo? Darf ich die mit der Granate aufmachen? Guck mal, Sättel. Sättel hört sich eigentlich ganz. Ja, Settle brauchen wir eigentlich nicht. Oil, was? Oil ist offen. Ah, ist nichts. Habe ich mitgenommen. Sparkpulver? Oh, brauchen wir noch Holz? Komm, eine können wir hier schon mal kaputt machen. Hier unten der eine Schrank, da kann ich dran, da ist Holz. Wir nehmen mal den hier. Achso, Sattel? Nee, den daneben. Na, ich achte nur darauf, dass die uns hier nicht in den Rücken fallen, weißt du? Ja, mach ruhig. Meinst du, das geht mit einem Speer schneller? Ja, mit dem Speer geht einiges schneller. Ich bin jetzt mal im nächsten Stock. Alter! Auf jeden. Hallo. Mhm. Ich habe jetzt unten nur mal kurz durchgeguckt, aber ich passe lieber hier nicht, dass ich doch noch einer. Ja, ja, passt du. Draußen auf. Bugpowder, ein Bett. Brauchen wir ein Bett? Nee, war. Okay. Okay, es war ein Scheiß. Wir brauchen es auch nicht ganz ausnehmen. Ja, aber ein bisschen wenigstens. Ja, klar, das, was man. Zur Not tragen ab ins Bino rein, wenn ihr erstmal nichts mehr tragen könnt. Alter, was denn jetzt? Hier sind zwei da kaputt gegangen. Oh, Gunpulver, das nehmen wir mit und Zement-Dingels. Toll, die Kohle können sie behalten. Oh, und die Perlen, ja. Ach, Perlen haben wir. Die anderen nehmen wir auch noch ein bisschen. Und Kristalle, komm, nehmen wir alles raus. Alle raus. Kristalle sind schwer. Ja, pack ins Bino, der passt noch. Haben sie auch Eier? Öl vielleicht? Oh ja, Öl. Eier, Stego-Eier, ne? Okay, aber nur die Stego-Eier, der Rest, lass mal den. Ja, alles offen. Wir geben auf. Ey, würde ich sagen, wir waren ein ziemlich erfolgreicher Raubzug. Schmeiß dir mal was raus. Also, beziehungsweise ein erfolgreicher Angriff, Hauptsache jetzt nicht, aber... Ja. Ich hab was rausgeschmissen. Ah ne, okay, bleibt hier liegen. So. Also hier ist auf jeden Fall noch eine nicht Tür weiter angegriffen, hier unten. Hör auf, war das? Ich wurde angegriffen. Von wem? Von Juri? Ja. Juri gibt nicht auf. In die Küche gucken. Küche, da liege ich gerade. Toll! Warum liegst du da? Ja, ich sehe dich. Die sind hier auch ausgelockt. Ja, einfach nur kurz stehen bleiben, bis wir Juri. Wow. Juri hat versucht nochmal gegen mein Spino. Da ist noch Öl im Dings gewesen. Hier ist noch einer, aber den töte ich jetzt nicht. Der kommt rein, aufpassen. Wie sieht's aus mit Eiern? Ja, wir haben gesagt, wir nehmen nur die Stego-Eier. Den Rest lassen wir. Spino nicht? Nein. Der eine hat sich wieder unter das Haus verpisst. Aber lass ihn okay, ich weiß. Ist in Ordnung, lassen. Da holt dort wahrscheinlich neue Ausrüstung. Ja, hol ich mir kurz den Typen. Der liegt unterm Haus, aufpassen. Rezepte noch, irgendwas? Rezepte brauchen wir gar nichts. Okay. So, ich bin wieder da. Wo liegt denn der unterm Haus? Ich sehe nichts. Farbe brauchen wir auch nicht. Oder hinter das Haus, musst du gucken. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Bären können sie auch behalten. Wir wollen ja hier auch nicht zu unfair sein. Nee, ich hab auch aus den Dings, das meiste habe ich drin gelassen. Schmeißt du raus? Ja, warte, ich kann es sogar legen. Er ist betäubt. Bleib drin. Kommt gleich noch was? Okay, wo waren wir jetzt noch nicht? Alter, wo waren wir jetzt noch nicht? Klar, es ist echt schon fies, ne? Einen zu betäuben und dann mit dem Headshot verpassen. Und beim Ausgang steht eine Frau, ne? Okay. Habt ihr hier schon überall geplündert oder haben die einfach nichts? Nee, die haben nicht viel. Die haben nicht was. Viel. Deswegen, wie gesagt, nur die offenen Sachen einfach mal durchgucken. Na, Metall wäre noch cool gewesen. Darf ich mich sicher hinlegen? Also, hier ist noch eine Frau draußen, die tut uns jetzt aber nichts, die erschieße ich jetzt auch nicht. Alter, wie sich das anhört. Ich halte sie jetzt einfach nur draußen. Nein, das ist wahrscheinlich der offen muss oder will, Syntax. Achso, weiß ich nicht, warte mal. Bärenfall noch, cool. Oh, jetzt greift er mich an. Will mich verarschen? Dings wäre halt noch cool gewesen. Ein bisschen Metall, oder? Also meiner Meinung nach kannst du schreiben, dass er kann. Mann, was will der eigentlich von mir? Greif doch mal mein Spino an. Alter! Was denn? Ach nee, das ist nur ein Laser-Dingens. Hm. Ja, hier ist eh nichts wirklich großartig Interessantes.
Haben die nicht noch irgendwo ein Metall? Muss doch irgendwo Metall sein. Ein paar Metallbarren haben sie. Erz meine ich. Und hier ist... Warum haben sie so viele leere Lager hier? Die haben ganz viele leere Lager, ja. Na gut, sie bauen hier gerade alles noch auf. Vielleicht sind das Fake-Lager oder so. Die werden sie auch, glaube ich, alles in den Dinos bunkern. Da kommt noch einer mit Rüstung. Aufpassen. Wer ist heute? Wo? Von unten. Oh ja. Wer ist das? Lass ihn, der will offline gehen. Ach, das war nur der. Kontrollieren, okay. Aber. Bye bye, Leute. Schade, ich dachte ja wenigstens noch ein bisschen Metall, das wäre jetzt noch cool gewesen. Aber wir könnten mal. Ich würde mal. Was war das? Alter. Du bist hier zusammengebrochen. Ach, du bist über mir. Okay. Aber ich hab eigentlich. Mal so einen Kasten neben mir runter. Hä, hey, wär ich jetzt? Neben mir ist ein Kasten runtergeflogen, als du hier kaputt geschlagen hast, was? Er fragt gerade, soll ich? Was soll ich? Mir die Fußnägel schneiden? Nein, lass mal. Vino. Was macht ihr da oben? Ach, ihr versucht oben rein, oder was? Ja, ich will mal hier noch. Oder ich guck erstmal, ob man da so reinkommt. Ja, okay, komm, das ist der einzige Zuraum. Ja. Ja, da sind wir gleich durch. Auf jeden Fall. Ich beschütze euch von hinten. Und hier ist natürlich nichts. Nee, das doch, ein Schrank, oder? Aber ein Schrank ist hier noch. Oh. Argentaris? Oh, jetzt habe ich den natürlich aus Versehen getötet. Na gut, der hatte aber nichts bei sich, ist nicht ganz so wild. Also ja, man sieht es aber auf dem Video, ich habe den Dings angegriffen, den Schrank. Wer ist denn da gestorben? Na, jemand von denen, aber der lag hier halt ungünstig. Nein, Aventaris ist gestorben. Achso, ne, das... Aus unserer Basis, oder was? Nö. Doch, Sweeties Aventaris steht mir wurde nichts angezeigt. Bei mir schon. Eine Todesmeldung. Naja, deswegen. Okay. Und da noch was. Nein. Bei Rex. Dann ja, aber die dürfen doch nicht unser Dings da doch, angreifen. Doch, das steht nicht im Dings. Wir sollten mal ganz schnell zurück. Das sind also bestimmt die Microwavers. Die dürfen nicht unser Dings angreifen. Achso. Das ist die da draußen stehen. Okay, und die wir eigentlich nur zum Transport genommen haben. Ja,